Ja, liebe Wochenlander TV-Zuschauer, wir sind hier auf dem Skaterplatz. Sie kennen ja die Serie Junge Menschen stellen sich vor. Wir haben ja einige schon vorgestellt. Neben mir sitzt Joshua Dings, 24 Jahre alt, macht eine gefährliche Sache, denke ich jedenfalls mal. Also ich würde da jedenfalls nicht drauf gehen. Joshua, was machst du hier? Ich fahre hier Skateboard mit den Jungs zusammen, das sieht man ganz klar im Hintergrund. Es macht einfach mega viel Spaß, aber Verletzungsgefahr ist auch ziemlich hoch. Seit wann machst du das? Seitdem ich 8 Jahre alt bin, also 16 Jahre ungefähr. Ja, kommt ganz gut hin. Also bist du jeden Tag hier auf dem Platz zu finden oder machst du noch was anderes? Ja, jeden Tag nicht. Ich bin halt beruflich auch unterwegs. Bin Anlagenmechaniker vom Beruf für Sanitärheizung und Klimatechnik bei der Firma Mario Hans tätig. Und ja, macht Spaß der Beruf. Also ja, toller Job. Bleibt aber noch Zeit fürs Skateboardfahren? Ja, solange man sich nicht ganz so doll wehtut. Aber ansonsten, ja, unbedingt. Jeden zweiten Tag ist es am besten. Wie oft legt man sich dabei hin? Du, desto sicher man ist, desto schöner ist es einfach. Und ja, also ich gebe mir Mühe, mich nicht hinzulegen. Und ja, Verletzungsgefahr ist ziemlich hoch. Ellbogen ist immer wieder öfters kaputt, aber man kennt das nur zu gut. Man gibt sich Mühe, die Tricks sauber und schön zu stehen. Okay, also ich selber fahre ja Hochrad. Das ist ja auch mega gefährlich, weil ich habe mir also nicht mal eine Bremse da dran. Also ich habe mich auch schon sehr oft damit hingelegt. Aber ich denke, du bist dann für sich sicher auf dem Brett und wirst uns da bestimmt gleich was zeigen können. Ja, gerne, auf jeden Fall. Also es macht unglaublich viel Spaß und für die Leute, die es können, einfach ist es das Beste, was es gibt. Sollte man das den jungen Leuten unbedingt empfehlen, sowas zu machen? Ja, unbedingt. Also jeder, der sich traut und sich ein bisschen Mühe gibt und einfach ein bisschen was lernt und einfach dazu guckt, weiß einfach, wie es funktioniert. Und wir Jungs geben auch gerne Tipps. Also daher, es läuft schon. Also, junge Leute hierher, guckt euch das an. Unterstützung ist da und dann gucken wir mal an, was du jetzt hier machst. Ja, die Affen sind immer wieder freundlich. Okay, dann mal los.